Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Heute möchte ich mich mit einer Zuschauerfrage beschäftigen. Und zwar hat vor einigen Tagen S.Wolf mich gefragt, als Reaktion auf eine relativ alte Folge, nämlich auf Folge 134, das All-in-One-Erkundungsschiff. Hat er mir die Frage gestellt, gibt es denn auch ein All-in-One-PvE-Alpha-Kampfschiff? Das ist natürlich eine relativ offene Frage und auf etwas nähere Nachfrage hat er mir dann noch erklärt, ja, er möchte gerne Level 3 Missionen oder andere Sachen, die man mal zwischendurch spielen kann, machen. Und das hilft natürlich bei der Beantwortung dieser Frage schon mal ein ganzes Stück. Um die ursprüngliche Frage direkt zu beantworten, auch wenn das aus dramaturgischen Gründen vielleicht nicht besonders clever ist: Nein, es gibt kein All-in-One-PvE-Alpha-Kampfschiff. Das liegt in der Natur der Sache, wenn es um Kampfmissionen geht. Ich meine, die Frage beschränkt sich auf PvE und das ist auch gut so, denn PvP ist ja sowieso noch mal ganz was anderes. Aber auch im Bereich PvE hat CCP das Spiel halt so gestaltet, dass man nicht mit einem Schiff alles machen kann. Und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln, aus verschiedenen Gründen. Und S.Wolf hat mir dann später auch noch gesagt, ja, er sucht halt irgendwas, wie gesagt, so für Level 3 Missionen oder vergleichbar. Es muss natürlich alpha-tauglich sein und sollte nicht mehr als 100 Millionen kosten. Und wenn man diese Zusatzanforderungen hinzunimmt, dann geht das Ganze erst recht nicht. Bei manchen Spielmechaniken ist das offensichtlich, wie zum Beispiel bei Abyssal Dead Space. Denn da muss man sich sowieso für ein Schiff entscheiden oder drei verschiedene Schiffe zulegen, je nachdem, ob man Fregatten Dead Space, Zerstörer Dead Space oder Kreuzer Dead Space machen möchte. Man kann alle drei solo machen, bis zu einem gewissen Tier jedenfalls. Und das funktioniert halt logischerweise dann immer nur mit einem spezialisierten Schiff. Da bräuchte man also schon mal drei verschiedene Schiffe mit drei verschiedenen Fittings. Wenn man das Ganze voll ausnutzen möchte, man kriegt das sicherlich alpha-freundlich und unter 100 Millionen hin. Aber man braucht halt drei verschiedene Schiffe. Dann gibt es ja den weiten Bereich der Mission und der kosmischen Anomalien und Signaturen. Kosmische Anomalien, die man nicht auskennen muss, sind relativ leicht. Und da sollte man mit einem vernünftig gefitteten Zerstörerkreuzer, Schlachtkreuzer überhaupt keine Probleme haben, die wegzumachen. Bei kosmischen Signaturen, die man erst auskennen muss, da braucht man ja erstens auch noch Scanning-Ausrüstung, Scanning-Skills und hat Größenbeschränkungen. Und das wiederum ist das Problem mit dem All-in-One-Gedanken. Man findet im Highsec DED-geratete Komplexe von DED 1 von 10 bis 5 von 10 und die sind größenbeschränkt. In 1 von 10 kommen nur Fregatten rein, 2 von 10 Zerstörer, inklusive Tech 3 übrigens, komischerweise. 3 von 10 Kreuzer, aber ohne Tech 3. 4 von 10 Schlachtkreuzer, auch da dürfen Tech 3 Kreuzer noch nicht rein. Und 5 von 10 sind Schlachtschiffe, und da darf dann auch ein Tech 3 Kreuzer rein. Größere Sachen darf man besuchen, also man kann mit einer Fregatte in ein Schlachtschiff. In der Schlachtschiffsignatur rein, das hat da zwar nichts zu gewinnen, aber es geht. Sodass man sich auch überlegen kann, mit einem gut gefitteten Schiff zumindest die etwas schwereren Signaturen zu machen. Funktioniert natürlich auch. Also ich habe mit einer Jackdaw, also einem Tech 3 Zerstörer, auch 3 von 4 und 4 von 4 DED-Sites gemacht. Bei der 4 von 4, 4 von 10 dauert es eine Weile. Ob das nun wirklich Spaß macht, auch da ist noch die nächste Frage, aber es geht. Aber Tech 3 Zerstörer sind natürlich wiederum nicht alpha-tauglich.
mit einer Vexo Navy Issue, mit einer Gila oder sogar einer Ishtar. Kann man so ziemlich alles machen, was im Highsec möglich ist. Und eine Gila und eine Vexo Navy Issue wären im Gegensatz zur Ishtar, die an Tech 2 Cruiser ist, auch alpha-tauglich, aber da kommt man wieder mit den 100 Millionen nicht hin. Also es gibt verschiedene Barrieren, die mich davon abhalten, dem lieben S-Wolf jetzt das supergeile Schiff an die Hand zu geben. Wenn man sich die Folge 134, also das All-in-One-Exploration-Schiff, anschaut, das wäre halt schon was, ziemlich nah an ein All-in-One-Schiff herankommt. Es ist, wenn ich mich jetzt, ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht, weil ich mich an mein eigenes Video nicht mehr 100% erinnere, ist ja auch schon über 100 Folgen her. Aber ich meine, das war damals eine Vexor Navy Issue. Die ist alpha-tauglich, die macht DD3 und 4 von 10 Cosmic Signatures, also auszuscannende Signaturen, Relic und Data Sites, alles in allem. Und man sollte eigentlich auch mit einer gewissen Vorsicht Level 3 Missionen damit machen können. Zumindest mit einem Speed Tank, so ähnlich wie man das Ding früher ja benutzt hat, um im Nullsec entsprechende Kampfanomalien zu fliegen. Auch nach dem Nerf der Vexor Navy Issue, und der Nerf erlaubt es jetzt nicht mehr an vollen Wingen schwerer Drohnen oder Sentry-Drohnen zu fliegen. Aber mit Navy oder Tech 2 Medium-Drohnen sollte man eigentlich auch mit einer Level 3 Mission fertig werden. Man sollte vielleicht sicherheitshalber die Mission nochmal nachlesen, was sie erfordert, bevor man das Ganze anfängt. Mit dem Schlachtschiff zum Beispiel hat man natürlich mit Level 3 Missionen auch ganz gute Karten. Da reichen aber wiederum die 100 Millionen nicht mehr. Und Level 4 Missionen kann man als Alpha sowieso nicht fliegen. Also ist Level 3 an regulären Agentenmissionen das höchste der Gefühle. Das heißt, wir suchen im Prinzip ein Schiff, was Level 3 Missionen hinbekommt und gleichzeitig DD3 von 4, 3 von 10 oder vielleicht auch 4 von 10 kosmischen Signaturen nicht nur auskennen, sondern halt auch bewältigen kann. Da braucht es jetzt nicht sonderlich viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass man mit einem Cruiser nicht weiterkommt und mit einem Faction Cruiser halt den Geldrahmen sprengt. Und damit wären wir dann letzten Endes bei Tech 1 Battlecruisern. Und da ist die Auswahl halt relativ groß. Glücklicherweise, wenn man dann noch das richtige Fenster trifft, bei den Standard Battlecruiser. Jedes der drei Imperien bietet drei Schiffe an. Die sind völlig alpha-tauglich von den Skill-Anforderungen her. Und wenn man dann alle 12 Cruiser mal zusammen, Battlecruiser zusammennimmt, hat man auch für jedes Waffensystem, was man bevorzugt, mindestens eine Option. Also hier gibt es zum Beispiel die Harbinger bei den Armar, die macht Laser, ist auf Medium Laser ausgerichtet. Genauso gibt es bei den Kaldari was für Raketen. Es gibt bei den Minmatar was für Projektilwaffen. Es gibt bei den Galente was für Drohnen. Und auch für die sekundären Waffensysteme, welche die jeweiligen Rassen bevorzugen. Ja, zum Beispiel bei den Kaldari dann Hybridwaffen, bei den meisten anderen die Drohnen, gibt es was im Angebot. Und es gibt auch immer ein Exemplar, wie hier die Armor Prophecy zum Beispiel, die darauf aus ist, nein, die Oracle, die darauf aus ist, Schlachtschiffwaffen, also die großen Waffen zu fitten. Die sind dann im Schnitt so teuer, dass man mit den 100 Millionen dann möglicherweise schon aufpassen muss, dass man das hinkriegt. Ich persönlich glaube auch nicht, dass man für Level 3 Missionen oder für 3 oder 4 von 10 DED-Sites unbedingt Schlachtschiffwaffen braucht. Die Dinger haben natürlich eine hohe Reichweite, das sind mehr so Sniper-Fits, die man dann macht, also auf die Entfernung alles ausknipsen kann man machen. Natürlich hat man mit sowas Probleme,
kleine Ziele zu treffen, die man in diesen Missionen halt auch antrifft. Und wenn man dann mal schaut, sieht man dann zum Beispiel, dass die Oracle keine Drone Bay hat, mit der sie so kleine Ziele angreifen kann. Also meiner Meinung nach fallen für unseren Zweck diese Spezialschiffe heraus, die halt dafür da sind, Schlachtschiffwaffen zu tragen. Und deren Entsprechung, wenn ich es jetzt richtig hinkriege, ist die Naga bei den Kaldari. Bei den Galente müsste es die Talos sein. Und bei den Minmatar die Tornado. Sind für diesen speziellen Zweck meiner Meinung nach nicht ganz so gut geeignet. Alle anderen kann man gut wählen, kann man gut fitten und für den entsprechenden Zweck einsetzen. Je nach und da richtet sich es dann letzten Endes danach, welches Waffensystem man bevorzugt. Also ist man Amar und hat schon Laser trainiert, macht es eher Sinn, die Harbinger zu nehmen. Die Prophecy gibt halt nur Bonus auf Drohnen. Wenn man also Drohnen gerne fliegt dann und jetzt nicht zum Beispiel auf Galente skillen will, dann nimmt man die Prophecy. Was diesen Schiffen auch gemein ist, alle können ein Command Burst Modul fitten. Und das ist tatsächlich auch, naja, einer der Zweck dieser Schiffe, der eigentliche Zweck, also dass man Flottenunterstützung betreiben kann. Die Module helfen einem selbst natürlich auch. Also wenn man zum Beispiel Shield Command Burst fitten würde, würde das auch die eigenen Schilde verbessern. Das Problem ist halt, dass die Skills für das eigentliche Modul Omega sind. Den Grundlagenskill Leadership kann man als Alpha noch lernen, aber das eigentliche Boost-Skill für das Modul nicht. Das wiederum bedeutet aber, man hat einen Highslot übrig. Denn wenn man die Harbinger sich anschaut, sie hat 7 High-Power-Slots, aber nur 6 Turret-Hardpoints. Das heißt, ein High-Slot ist frei. Und da kriegt man dann halt wunderbar einen Core-Prop Launcher rein. Den fittet man dann am besten noch mit Sister Scanner Core Scanner Probes und hat dann auch die Möglichkeit mit diesem Schiff, mit ein wenig Glück und ein wenig Übung und nicht völlig miesen Scanning Skills, die Kampfsignaturen auszuscannen. Und eröffnet sich mit dem Schiff dann nicht nur die Kampf-Level 3-Mission, sondern auch DED 3 von 10 Kampfsites. 4 von 10 sollte man mal probieren. Vielleicht vorher mal nachlesen, was einem in der jeweiligen Signatur begegnet, die man da gerade ausgescannt hat. Wenn da drin halt niemand ist, der Warp-Scrambling kann, kann man es ja einfach mal ausprobieren, reinfliegen. Notfalls auf den Fluchtpunkt ausrichten und dann einfach mal schauen, wie gut man es hinbekommt. Sollte eigentlich funktionieren mit ein bisschen Geduld, ein bisschen Vorsicht. Und wenn man nicht gleich den ganzen Raum pullt, zumindest den ersten von den Innenregel 2 Räumen sollte man schaffen. Bei dem zweiten Raum ist es ja dann im Prinzip nur ein Boss-Mob, den man wegmachen muss. Wenn man den halt direkt vom Startpunkt aus aufschalten und wegschießen kann und eine MTU neben sich stehen hat, dann braucht man sich mit dem Rest des Raums eigentlich nicht anlegen, sondern nur aushalten, bis die MTU die Beute rangesaugt hat und dann haut man halt ab. Sollte eigentlich funktionieren, habe ich jetzt mit dem Battlecruiser eigentlich noch nie ausprobiert, weil ich für solche Sites dann halt eine Ishtar, eine Vexor Navy Issue oder sonst sowas nehme und die ja aber mein Budget sprengt, das der gute S-Wolf mir zur Verfügung gestellt hat. Bei diesen Schiffen hat man dann dementsprechend auch einige echte Lieblinge zur Auswahl. Ich denke, es ist die legendäre Drake für PvE hier wirklich endlich mal zu benutzen, zumindest im Galente-Raum, denn man weiß ja kinetisch, sie hat nur Bonus auf kinetische Heavy Missiles und Heavy Assault Missiles. Das heißt, für Gyristas oder andere Gegner mit Kinetikschwäche ist sie natürlich optimal.
Und ansonsten der legendäre passive Schildtank, das kriegt man auch als Alpha noch ganz gut hin. Ich habe zum Beispiel hier mit dem Charakter, den ich hier gerade habe, habe ich die Drake benutzt für meine Kosmos-Mission. Deswegen sieht man hier zum Beispiel auch, dass sie Rapid Light Missile Launcher hat. Das mag auch mal eine ganz gute Wahl sein für die eine oder andere Level 3 Mission oder DD3 von 10, vielleicht sogar 4 von 10, weil man da in der Regel keine größeren Gegner als Cruiser antrifft. Also bei den DD-Missionen, bei den Level 3 ist es ja bunt gemischt, da habe ich jetzt auswendig keine Ahnung. Aber solange man nichts größer als Cruiser hat, sind Rapid Lights oder Light Missile Launcher völlig okay. Man muss nicht unbedingt auf die Heavy Missiles, verliert dadurch aber natürlich den Damage-Bonus der Drake. Sie hat immerhin genügend Bandbreite und Drone Bay, um eine Ladung leichte Drohnen mitzunehmen für Fregattenabwehr, wenn man dann hier auf die Heavies oder Heavy Assault Missiles umsteigt. Man kann ja mit Alpha Skills auch Tech 2 Heavies erreichen, wenn man sich entsprechend ins Zeug legt. Ansonsten nimmt man halt Tech 1 Meta und Faction Muni, das ist auch nicht unbedingt viel schlechter. Und sucht sich dann aber zum Beispiel Goristas aus. Aber auch als einfacher Alpha habe ich ja immerhin einen passiven Schildtank von 99 Hitpoints pro Sekunde, die das Schild regeneriert. Und ja, wenn man dann hier Heavy Missiles reinpackt, muss man sich halt schon ein bisschen überlegen, wie das mit CPU und Power Grid dann hinhaut. Das heißt, da wird man möglicherweise ein wenig Abstriche machen müssen. Oder man muss hier halt statt den Purger Rigs vielleicht mal eine Fitting Rig reinmachen oder weiß der Herr was. Wenn man jetzt hier nicht gerade das MWD anhat, dann ist das Ding vielleicht nicht ganz capstabil, aber 13 Minuten braucht man für keine Zeit. Und das ist jetzt ein 50 mm Micro-Warp Drive, wenn man das gegen einen Afterburner austauscht und nicht die Enduring, sondern die Compact-Variante nimmt. Allein damit hat man dann schon wieder mehr Ressourcen frei. Also dann die Tractor-Unit hier weglassen, statt deswegen den Probe-Launcher rein. Ja, also ein bisschen rumspielen muss man mit den Fittings schon. Manche Schiffe sind leichter zu fitten als andere, also die Armar-Schiffe traditionell relativ schwierig. Aber man findet auf jeden Fall ein Schiff, was einem passt. Hier sieht man zum Beispiel auch ganz gut, hier die Drake unterstützt halt Raketen als eins der Kaldari-Systeme und hier Medium Hybrid Turrets, die Ferox, dementsprechend das zweite System. Und hier wieder die Naga mit den Schlachtschiffwaffen. Die meisten Schlachtkreuzer haben auch eine vernünftige Drone Bay. Manche besser als andere. Zum Beispiel die Prophecy, wenn ich es jetzt richtig weiß, da passen, die hat eine richtig große Drone Bay. Das könnte ein galentes Schiff sein. Allerdings nur 75 Mbit pro Sekunde Bandbreite. Das heißt, in vollen Wingen schwere Drohnen gehen nicht. Aber man kann jede Menge Auswahl mitnehmen. Und natürlich bei den Galente, wie es jetzt nicht unbedingt überraschend ist, gerade die Myrmidon, die ja auch entsprechende Drohnenbonus bekommt. Die kriegt immerhin vier schwere Drohnen gleichzeitig an Land und hat auch eine große Kapazität im Drohnenhangar. Das wäre also dementsprechend meine Empfehlung an S-Wolf und für alle, die mal eben so ein bisschen Casual Level 3 Missionen oder die Dreier- und Vierer-DED-Sites machen wollen. Sucht euch einen vernünftigen Schlachtkreuzer raus, der zu euren schon vorhandenen Kampfskills passt. Irgendeiner passt immer von den 12, wie gesagt, naja, sagen wir mal von den 9. Wie viel sind es dann noch? Eigentlich nur noch 8, ne? Von den 8, wenn man die
Jungs weglässt, die Schlachtschiffwaffen tragen können. Es sollte eigentlich immer irgendwas dabei sein. Gute Drohnenskills, gute Kampfskills. Also ich persönlich würde einen Schlachtkreuzer nehmen mit einem Primärwaffensystem, außer Drohnen, und die Drohnen dann als Support dazu nehmen. Jeden freien Highslot nutzen für einen Corporal Launcher und dann vernünftigen Tank drauf. Man braucht schon, ja, vielleicht nicht einen voll ausgeskillten Alpha, aber die Fitting Skills, also vor allen Dingen Power Grid und CPU Management, sollten halt passen für den entsprechenden Tank. Skills sollten drin sein und dann noch für die Waffensysteme und für das Schiff selbst. Da versenkt man schon mal ein paar Skill Points, aber das ist alles noch vernünftig machbar. Und wenn man dann einfach mal Bock hat, ein bisschen zu kämpfen, Level 3 Missionen zu fliegen oder unterwegs vielleicht einfach mal ein paar Signaturen auskennt und hofft, dass man da kämpfen kann, was zu kämpfen findet, dann ist so ein Schlachtkreuzer eine gute Wahl. Wer die 100-Millionen-Schranke als Alpha nicht ganz so ernst nimmt, dem empfehle ich eher so Richtung Vexo Navy Issue oder Gila zu schauen. Gila ist natürlich von Haus aus deutlich teurer. Aber auch mit der Vexo Navy Issue kommt man eigentlich gut zurecht. Denn das verbreitert das Einsatzspektrum gleich nochmal ein ganzes Stück. Man muss nicht bis Schlachtkreuzergröße hochskillen, aber hat dann ein gutes Schiff für sein Geld, auf jeden Fall. Das war jetzt das, was mir zu dem Thema eingefallen ist. Wenn ihr entsprechende Tipps habt, dann schreibt es gerne unter die Videobeschreibung. Wie gesagt, denkt an die Eckparameter, alpha-tauglich 100 Millionen, und sagt doch einfach mal, was euch zu dem Thema einfällt. Auf konkrete Fittings habe ich jetzt mal verzichtet, denn einerseits die Drake habe ich schon gemacht. Bei den anderen bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die Brutix habe ich für Events schon genutzt und da schon mal Fittings gemacht. So quasi eingebettet. Aber es gibt halt, ja, jetzt wie gesagt, immer noch 8 Schiffe zur Auswahl. Das war mir jetzt für die Folge ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, Vorschläge unter die Videobeschreibung oder Links zu Eve Workbench oder was auch immer, immer gern genommen. Und dann haben wir hoffentlich für den guten S-Wolf eine Alternative, einen Denkanstoß, der recht solide funktionieren dürfte. Das war es jetzt aber erstmal von meiner Seite. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Casuality.